Hallo, liebe Freunde des gepflegten Point-and-Click-Adventure-Spielspaßes und willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Ja, es ist ein paar Tage her, dass ich gespielt habe, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich versuchen, hier vorwärts zu kommen. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen reinfuchsen. Wir konnten ja hier diesen Greifer betätigen. Ich versuche jetzt mal nach links. Der ist schon links. Dann auslösen. So. Hammer. Hau den Lukas. Ah. Alles klar. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Können wir ja damit den Deckel jetzt irgendwie abheben? Guck mal. Ups. Natürlich. So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Naja, gut. Nach rechts. Und was passiert, wenn ich jetzt hier den Auslöser mache? What the hell? Warum sind die Enten magnetisch? Sieg! Das heißt, Moment, das sind ja alles Nieten. Zersetzung, Hochverrat, Betrug, Feuerwehr! Ja, was hast denn du erwartet, Rufus? Magnetangel. Nimm mal mit. Jetzt gehen wir mal zur Achterbahn. Und können wir jetzt hier uns den Schlüssel angeln? Na, dann wollen wir mal. Sehr nice. Es hat geklappt. Meine selbstgebaute Magnetangel war trotzdem cooler. Ja, ja, ja. So, Schlüssel. Schließ doch mal die Tür auf damit, bitte. Ah, und was können wir jetzt hier drinnen machen? Kleingeld. Man sagt, das Geld liegt auf der Straße. Aber man verschweigt, dass die Straße manchmal durch ein an und für sich abgeschlossenes Kassenhäuschen führt. Hm. Dann nimm mal mit. Bremse! Auf Gleis 3 fährt ein der Intercity-Express aus Kübelsbüttel in Richtung kurze Brech über Sporze, Würmspein und Großübergebersbach. Reifende mit Anschluss nach Würfelhusting. Beachten bitte die Auswürfe im Abschnitt. Zurückbleiben bitte und Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Ach, Rufus. Natürlich! Gerade eine Punktlandung. Aber was soll's? Ach, wir können da jetzt hoch? Okay. McCornicle, wir eilen dir zur Hilfe. Na, das sieht dir mal wieder ähnlich. Während ich die ganze Arbeit mache, lackierst du dir auf der Achterbahn die Fußnägel. Ich würde ja gerne mit Hand anlegen. Leider brauche ich meine Hände im Moment, um mich panisch an diesen Sicherheitsbügel zu klammern. Ich sage ja nicht, dass ich von dir enttäuscht bin. Ich sage lediglich, dass jeder seine Prioritäten selber setzen muss. Hm. Können wir ihm jetzt helfen? Was können wir hier machen? Wir können nur nach unten. Oh. Stern am Morgenhimmel. Ich würde gern die Stimmen ein bisschen lauter machen. Wir gucken mal kurz. Stimmen. Die sind auf jetzt 100%. Warum auch immer 95% waren. Ich weiß es nicht. Vielleicht machen wir auch mal die Geräusche ein bisschen leiser. So, weiterspielen. Du musst loslassen. Ich kann nicht. Doch, das geht. Unter dir ist nur Wasser. Ich kann trotzdem nicht. Schon gut, ich lass mir was einfallen. Ach, großartig. Jetzt müssen wir irgendwie ein Sprungtuch oder eine Sprunggrube bestimmt basteln. Dafür, dass er Höhenangst hat, trifft man ihn unverhältnismäßig oft am Rande irgendwelcher Abgründe. So, Stern am Morgenhimmel. Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Hast du's bequem da oben? Okay. Ne, wir können hier, glaube ich, nichts damit irgendwie machen. Aber wir haben 4 Münzen. Wir gehen mal zurück. Können wir die eventuell in den Kaugummi-Automaten einwerfen? Guck mal. Hey, da ist ein Ring drin. Mit etwas Glück. Mist.
Natürlich. Kaugummi. Könntest du den nehmen? Das habe ich ausnahmsweise einmal ehrlich erstanden. Mit Geld, das ich ehrlich gefunden habe. Nachdem ich ehrlich in das Kassenhäuschen eingestiegen bin. Natürlich, Rufus. Na, dann machen wir mal. Diesmal krieg ich den Ring. So ein Scheibenkleister. Ich glaube auch nicht, dass wir den Ring mit der vierten Münze kriegen. Komm schon, Ringo. Komm, 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 komm. Ach, das gibt's doch nicht. Na ja, los. Komm, hier, letzte Münze. Jetzt hab ich dich. War ja klar. Es war ja klar. So, wohin rollt er denn? Da liegt der Ring ja. Lass mich raten, der rollt jetzt nach... Nein! Nein! Hey, bleib stehen, du Milbenplantage! Das gibt's doch jetzt nicht, diese blöden Wombats. Immer funken sie einem dazwischen. Wombats? Was machen denn Wombats auf Deponia? Ich hab keine Ahnung. Und vor allen Dingen ist natürlich dieses dumme Tier in das Spiegellabyrinth gegangen. Und da kommen wir bestimmt nicht hinterher, oder? Also dann, Mann gegen Wombat. Ein unsportlicher Kampf. Oh oh. Hey, warte. Au, au. Bitte nicht. Andererseits, wenn ich diesen Wombat ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Natürlich, natürlich. Okay, was können wir denn jetzt hier noch machen? Wir haben den Hammer, wir haben Hau den... Immer noch den Hammer? Benutzt doch mal den Hammer. Was passiert denn jetzt, wenn wir Hau den Lukas machen? Da, draufhauen. Wow. Können wir das wieder nach links bewegen? Was mit passiert? Diesen Betrügern spiele ich nicht mehr. Ach so. Okay. Gut, dann zum Liebestunnel vielleicht. Hallo, cool. Ach, das Herz wollte sie ja nicht. Können wir das Herz vielleicht anders machen? Es lohnt sich nicht, meine Sachen durchzunummerieren. Spätestens beim Kapitelwechsel verschwinden sie ja doch wieder. Ja, ehrlicherweise. Hatten wir irgendwie schon mal. Bowlingkugel betucht. Ach so, dann wird sie nur auseinandergenommen. Können wir sie vielleicht anmalen? Das habe ich bestimmt auch schon. Ich würde ja gerne die Augen etwas betonen, aber dafür müsste sie zunächst mal Augen haben. Okay, und vielleicht damit? Damit wäre nichts gewonnen, außer Krümeln im Mantel. Okay. So, dann, können wir hier noch irgendwas machen? Goal? Nö. Ach so, wir brauchen das Foto, ja. Na komm schon, lass uns das Foto machen. Wo ist die lässige Goal geblieben, hm? Du weißt schon, angriffslustiges Lächeln, Tatendrang, ausgefahrene Fingernägel hat mit mir gegen den Organon gekämpft. Es klingt für mich, als würdest du von einer vollkommen Fremden sprechen. Für mich langsam auch. Ah, sie ist nicht so richtig zu überzeugen. Was können wir denn hier unten noch machen? Ihr merkt schon, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Der Seher. Haben wir noch was anderes hier? Nö. Hallo. Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Was? Huch, jetzt bin ich wieder rausgesprungen. Was zum... Können wir da im Steinbruch noch machen? Magazin? Okay. Was liest du da? Das ist die Hats, ein Modemagazin für Hüte. Brauchst du es noch? Okay, dumme Frage. Okay, können wir ihm irgendwas zum Tauschen anbieten? Guck mal hier. Schau mal, dein Hut ist total out. Kein Wunder, meine Ausgabe von Hats ist über 10 Jahre alt. In langen Wüstennächten hielt sie mich bei Verstand. Aber zu welchem Preis? Hier, nimm. Ich brauche sie nicht mehr. Viel geholfen hat sie dir ja auch nicht. Okay, wir haben ein Retro-Magazin. Wozu auch immer. Der Trend geht offenbar weg vom Trend.
Okay. Damals waren offenbar extravagante Hüte hip und das Wort hip war auch noch hip. Können wir vielleicht mit der Kugel noch? Noch ist das eher so Lokalteil. Ich will aber Titelblatt. Irgendwer ist mir zuvorgekommen. Die Models in diesem Magazin haben alle schon dämliche Hüte. Na gut, haben die hier sonst noch irgendwas? Können wir jetzt mit ihm reden, vielleicht reden? So, hallo. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Nein, danke. Wir werden nie wieder an etwas glauben können. Außer der Typ da oben kommt langsam mal zu Potte. Oder natürlich die Werbung für Dr. Übels Tiefkühl-Crunchitos. Stimmt. An die glauben wir. Ja, die Alternative wäre undenkbar. Wir müssen also... Ich verschwinde lieber, sonst kriege ich noch Langweilitis. Tu, was du nicht lassen kannst. Ja. Und oftmals wichtiger, lass, was du nicht tun kannst. Oh, ja, das ist, da ist was dran. Wir müssen also den Möchtegern-Moses hier oben irgendwie, können wir ihm vielleicht damit irgendwie weiterhelfen? Guck mal. Prophet und Magazin. Vielleicht irgendwas mit Hüten. Kannst du die kommenden Huttrends voraussagen? Ich bleibe lieber unkonkret. Nicht, dass am Ende noch Kriege wegen meiner Lehren geführt werden. Na gut, das geht nicht. Können wir ihm die Bowlingkugel vielleicht geben? Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass er damit überfordert wäre. Aber es hilft. Okay. Ich glaube, ich habe ja auch schon alles ausprobiert, oder? Brauchst du einen Tuschkasten? Später vielleicht. Erstmal muss ich einen Weg aus meiner Schaffenskrise finden. Ja, das wird schwierig. Damit kannst du die kommenden Hut... Nee, das ich nicht. Damit wäre nichts gewonnen, ja. Außer Krut. Das Herz, guck mal hier. Man muss kein Prophet sein, aber es hilft. Ja, Lager also auch nicht. Und die Poliermaschine? Man muss kein Prophet... Dann geh mal zurück zum Jahrmarkt und geh doch mal zum Hauptplatz und zur Achterbahn. Was können wir denn, können wir hier noch überhaupt irgendwas machen auf die Gleise, Tür, Bremse? Guck mal, hier liegen ja noch Sachen drin. Ach, natürlich. Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld und Immunkräfte gegen 20 Jahre alte Keime. Du sollst diese Kugel mitnehmen. Was kann man denn hier machen? Kaugummis. Das habe ich ausnahmsweise einmal ehrlich erstanden. Mit Geld, das ich ehrlich gefunden habe. Nachdem ich ehrlich in das Kassenhäuschen eingestiegen bin. Na gut, Rufus, das wissen wir ja schon. Aber nimm die Kaugummis doch mal mit. Sehr schön. Ich habe zwar noch keinen richtigen Plan, was wir mit denen machen können, aber... Egal. Guck mal hier. Kannst du den Fallschirm draus basteln? Er ist der Letzte, den ich zum Thema Hutmode befragen würde. Okay, mit den Kaugummis vielleicht irgendwie was? Das hier könnte dich unter Umständen interessieren. Unter welchen Umständen? Unter anderen? Bingo! Können wir vielleicht die drei Löcher mit den drei Kaugummis hier an der Kugel? Haha, wer sagt's denn? Wie Weingummi in Nasenloch. Wir weisen darauf hin, dass Weingummis nicht in Nasenlöcher gesteckt werden dürfen. Dedelic Entertainment GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch missbräuchliche Verwendung von Zuckerwaren. Wie geil ist das denn? Jetzt ist die Frage, mussten die das reinmachen oder haben die das aus Spaß reingemacht? Wir haben jetzt eine Bowlingkugel, die wie ein Gesicht aussieht. Die Frage ist, was machen wir damit? Geh mal zurück zum Eingang. Guck mal. Kannst du mir damit die Zukunft voraussagen? Ich sehe ein Loch. Weil meine Zukunft noch nicht geschrieben ist, nicht wahr? Nein, weil das eine verdammte Bowlingkugel ist. Zum Wahrsagen brauche ich eine richtige Kugel. Okay, verstanden. Eine, die glänzt. Können wir vielleicht ihm jetzt hier damit irgendwas... Man muss kein Prophet sein, vorauszusehen, dass er damit... Aber es hilft. Und die hier unten? Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht? Auch nicht schäbiger als der alte. So viel steht fest. Lass trotzdem mal stecken.
können. Was machen wir mit dieser Bowlingkugel, die ein Gesicht hat? Betucht und gestopft. Ich bin ehrlich gesagt. Noch ist das eher so Lokalteil, ich. Ja, können wir. Noch ist das eher so Lokalteil, ich will aber Titelblatt. Okay, das geht nicht. Vielleicht, wenn wir zu Goal gehen. Goal, guck mal, kannst du damit was anfangen? Damit geht gar nichts. Okay. Ha! Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen. Ein Automat, der Liebes kennt. Nach meiner Erfahrung so gut wie jede andere Methode. Können wir irgendwie die Bowlingkugel und das Spiegelkabinett? Also dann, Mann gegen Wombat. Ein unsportlicher Kampf. Das wird nicht funktionieren, oder? Hey, warte. Au, au. Bitte nicht. Andererseits, wenn ich diesen Wombat ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Ja, ein Publikum, das haben wir schon gehört. Was machen wir mit der Bowlingkugel? Gibt es hier noch irgendwelche Optionen? Ach, guck mal hier. Den Wurstbot. Hallo, Wurstbot. Wobei ich auch keine Idee habe, was wir da mit dieser Bowlingkugel machen. Guck mal. Es scheint ihm Wurst zu sein. Können wir hier vielleicht jetzt die Poliermaschine benutzen? Nö, er nimmt das alles wieder auseinander. Turban. Wer sagt's denn? Wie Weingummi im Nasenloch. Wir weisen darauf hin, dass Dedelic ent... Ja, das hatten wir schon. Damit wäre nichts gewonnen, außer Krümeln im Mann. Und jetzt will ich anmalen? Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Arschgesicht. Perfekt. Ich kenne Goals Gesicht so gut. Ich hätte es mit verbundenen Augen zeichnen können. Oh Gott, jetzt, was hat er gemacht? Nein! Ach, jetzt. Oh nein, Rufus. Ist das dein Ernst? Sag Cheese Goal. Cheese Goal. Oh, nein, Rufus. Achso, wir müssen erst... Passt. Ja. Selbstauslöser. Und Fotoknipso. Sehr nice. So, wo ist das Foto? Kamera? Ach, da ist es ja schon. Ach Gott, ist das witzig. Oh, ist das süß. Oh, was? Rufus. Okay, dann gehen wir mal zu Schnipsi und wie heißen die? Pimpi und Schnixi. Foto. Oh, und Goal sitzt so traurig da. Oh. Was? Ein Love Score von 0? So kommst du nie auf das Boat of Love, Bushi. Na toll. Warum funktioniert das nicht? Zeig mal her, ist das etwa deine Freundin? Was dagegen? Nicht doch. Liebe kennt weder Grenzen noch Hydrozephalusdiagnosen. Ein Einhorn lief um einen Baum. Von dort sah es die Äpfel kaum. Benimm dich, Darling. Da haben wir ja das Problem. Das Ambiente stimmt nicht. Nachts stehe ich manchmal mit einem Messer in fremden Vorgärten. Du sagst es. Liebe geht durch den Magen, Burschi. Das weiß man doch. Da fehlt sowas wie ein romantisches Essen auf dem Foto. Ein romantisches Essen. Jetzt ernsthaft. Ach Mann, guck mal, Goal, wir haben ein Foto von uns beiden. Können wir nicht machen? Ein romantisches Essen, aber natürlich. Ich glaube, ich habe soeben eine weitere Komponente für mein Foto gefunden. Ha! Okay, wir gehen nochmal zurück. Wir setzen die Kamera hier nochmal hin. So, wir nehmen das Herz und hängen das an die Goal-Attrappe. Yay!
drücken den Selbstauslöser und machen dann Foto. Knips. Okay, jetzt haben wir hier ein Foto mit Herz. Das alte Foto haben wir immer noch. Naja, gut. Wir gehen mal zurück. Liebestunnel und dann hier. Lavometer. Mr. Lava Lava. Oh. Eins von drei. Das ist bestenfalls eine kleine Schwärmerei. Okay, dann holen wir uns nochmal einen Tipp ab, was wir jetzt machen müssen. Warum funktioniert das nicht? Zeig mal her. Da haben wir ja das Problem. Mit dem Ambiente scheint alles in Ordnung zu sein. Aber ich sehe kein Zeichen eurer Verbundenheit. Reicht es nicht, dass wir auf dem Bild heiraten? Ihr habt an dem Aufsteller vor der Bowlingbahn geheiratet? Ja, schön da. Ein Zeichen der Verbundenheit. Das heißt also, wir brauchen diesen Ring. Nein! Und wie kommen wir ins Labyrinth rein? I don't know. Können wir uns vielleicht einen Weg malen? Also dann, Mann gegen Wombat. Ein unsportlicher Kampf. Hey, warte! Au. Naja, das... Ja, wir brauchen Publikum. Können wir Goal dazu überreden, uns zu helfen? Goal, guck mal. Deponia an Goal. Bitte kommen. Ne. Ach, herrje. Oh, oh. Das funktioniert ja gar nicht mehr. Können wir hier noch irgendein Wurstbot? Das heißt, wir müssen ihn von da oben irgendwie runterbekommen. Die Frage ist nur, wie? Können wir an der Bremse nochmal ziehen vielleicht? Genau darum heißt es Spaßbremse und nicht Spaßgaspedal. Mist. Genau darum heißt es Spaß. Ja, verstanden. Ha! Schwierig. Hier ist auch nichts mehr, was wir irgendwie... Können wir, warte mal. Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld. Und ne, aber vielleicht... Damit? Ich glaube, dafür benötigt man Kleingeld und Immunkräfte gegen zwei. Gut. Wie können wir ihm helfen? Guck mal, das Foto. Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um die hohe Kunst der Romantik. Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Hast du es bequem da oben? Schwierig. Damit vielleicht... Das hier könnte dich unter Umständen interessieren. Unter welchen Umständen? Anderen. Unter anderen? Bingo! Mist. Hier ist aber auch nichts weiter... Nee. Damit... Das hier könnte dich unter Umständen... Unter welchen? Unter anderen? Bingo! Nee. Hier ist halt nichts, wie wir ihn runterkriegen. Können wir eventuell mit den Bildern... Was ist, wenn wir Ihnen die Bilder zeigen? Guck mal hier. Schau mal. Was ist das? Geht es um eine Vorhersage? Ja, geht es. Oh, du bist gut. Dann kann ich dir nicht helfen. Ohne Kugel keine Vorhersage. Wir brauchen diesen Ring. Steinbruch. Guck mal hier, was sagt ihr zu den Fotos? Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht? Auch nicht schäbiger als der alte. So viel steht fest. Lass trotzdem mal stecken. Gut, das funktioniert auch nicht. Können wir die Zeitung... Der Trend geht offen. Nee, können wir ihm die neue geben? Guck mal hier. Willst du deinen Hut gar nicht ablegen? Nein, in meinem Alter rennt man nicht mehr jedem Trend hinterher. Hüftgelenksarthrose? Hüftgelenksarthrose. Ah ja. Gut, das hat ja wunderbar
Funktioniert vielleicht der andere Schrottritter? Willst du deinen Hut gar nicht ab? Nein, in Hüftgelenks ab. Hüftgelenks. Er redet immer mit dem Gleichen. Wir zeigen mal dem Kollegen hier oben das Foto. Mal sehen, was er dazu sagt. Mr. Prophet. Schau mal, meine Freundin. Du datest eine Bowlingkugel? Ja, das hast du nicht vorhergesehen, was? Okay, vielleicht mit dem anderen Foto? Schau mal, meine Freundin. Du datest eine Bowlingkugel? Ja. Alles das Gleiche. Ich bin echt ein bisschen überfragt so gerade. Ich würde mal vorschlagen, eben wenn sie noch weiter rumrätseln, beende ich erstmal die Folge. Ist hier noch irgendwas? Das Grab ist dann noch. Na, vielleicht können wir damit noch irgendwas machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wie immer ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Tipps und Hilfe in die Kommentare. Das hilft, oder das würde mir sehr helfen. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Depot der Doomsday. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.